Pamela Rendi-Wagner wurde von der SPÖ kaum gewürdigt nach ihrem Abgang. Das ist sehr unüblich, wenn ein Parteichef zurücktritt. Normalerweise gibt es dann, sage ich einmal, von allen Landesparteien und sonstigen, sage ich mal, führenden Funktionären eigentlich Danksagungen. Bei Pamela Rendi-Wagner war das nicht der Fall. Ist das nicht fast schon schäbig? Also ich habe hohen Respekt vor Pamela Rendi-Wagner und habe ihr das auch persönlich mitgeteilt. Es ist schon auch ein Grund, dass wir was ändern müssen. Ich habe immer gesagt, die Sozialdemokratie muss auch weiblicher werden. Und was auch meine Teamaufstellung für die Zukunft anbelangt, also es ist schon sehr schwer gewesen, noch zusätzlich als Frau da bekämpft zu werden. Und ich habe da schon mich sehr stark distanziert, was da alles an Untergriffigkeiten da war. Das hat in einer Sozialdemokratie nichts verloren. Das hat eine Frage von Respekt und vor allem bei Frauen ist das natürlich ein Wahnsinn, was das für ein Bild war.